So, na gut, War's. ich würde jetzt erstmal kurz ja, ein bisschen Baumtutorial machen. Gut, du machst ein Baumbaututorial Baumtutorial, nachfüllen. ich wachse so lange weiter. Genau, du kannst erstmal ein bisschen dich den Kuchen hermachen. Ja, lecker. Gut, also als nächstes kommt die So. Baumkuchenschicht. Genau, und wir machen jetzt einmal Baumkonzept nach Webnat oder Webi. Gibt's das auch als gibt's das auch zu kaufen, diese Nüsse? Der übrigens leider von unserem Server gegangen ist. Ja, leider. Also, Baby, Oh, falls du wieder gutes mal Gott. kommen willst, wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Genau, kannst du gerne was machen. Wenn ich MX, wie nochmal gesagt, kannst du gerne Talk kommen oder auch nur zuhören. Also, das erste, was wir machen, also ich Das ist hier nehme nicht mir immer als Stelle. erstes gerne Wolle. Also, ich habe das, wie man dies, also diese Methode, um Bäume zu bauen, hat mir halt Webnat vor vielen Jahren erklärt. Da konnte ich damals noch nicht so Bäume bauen. Das war eher nicht so meins. So, Wahrscheinlich hat es daher jetzt ist auch. es immer noch nicht so mein Lieblingsgebiet, aber nächster Versuch, Max. Mein Lieblingsgebiet ist es immer noch nicht, aber ich sag mal so, ich kann es nach der Methode kann ich es einigermaßen. So, als erstes, ich nehme immer gerne drei unterschiedliche Wollarten, deswegen habe ich jetzt mal ja, Rot, Gelb und Grün genommen, weil das kann man schön unterscheiden. Auch für die YouTube-Gucker, die es dann ein bisschen dunkel haben. So, und wir bauen jetzt erstmal einen Baum, also einen Baumstamm. Das heißt, wir versuchen erstmal jetzt hier irgendwie das hier ein bisschen hochzuziehen. Und machen jetzt erstmal einen ziemlich knubbeligen Stamm. Knubbelig. Ja, einen ziemlich knubbeligen Stamm. Knubbelig. Ach so, Zumindest unten. Knut. Nicht Knut, Knubbel. Ach, optisch Also. fein, das kann man mal backen, du MX. Ja, also, sieht. Knubbel. Genau. So, und wir ziehen Ja, das jetzt Knubbel. erstmal ein kleines Stückchen nach oben. Wir haben den Baum jetzt nicht zu breit, deswegen. Wir machen jetzt mal hier zwei Hauptäste, würde ich erstmal jetzt sagen. Ich ziehe übrigens mal so lange eine Wand hoch, ne, dass du. Zieh mal eine Wand Aber hoch. nochmal so. Schaut jetzt noch mal hin. Der letzte Blick vom Käsekuchen. Jetzt ist es eine grüne Wandkuchen. Gar kein Kuchen. So, Grüne Wandkuchen. willst du mitmachen, MXR? Ich Oh, glaube, keine Ahnung, du Moment, hättest Klick. vielleicht nicht Gras nehmen sollen. Jetzt wird das alles zu dirt. Mir doch scheißegal, ich habe einfach nur die Dinge hochgesteckt, weil ich zu faul war, irgendwas zu setzen und zu markieren. Lass mich. So. Also wir haben jetzt hier diese zwei Hauptarme. So, das ist jetzt erstmal ein relativ kleiner, schmaler Baum. Wir können den vielleicht auch noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle etwas breiter auslegen, damit es etwas, sag ich mal so, nicht zu dürre aussieht vom Gerüst her. Genau. Da haben wir erstmal jetzt hier unser, sag ich mal so, Hauptgestell vom Baum. So, und jetzt können wir noch kleine Ästchen, sagen wir es mal so, dranhauen. Kleine Äste, die davon abzweigen. Ich glaube, ich muss dann den Baum noch mal ein bisschen von der also von der Plotgrenze hier wegschieben. So. Genau, die versuchen wir möglichst, dass die halt nicht zu nah beieinander sind, die ganzen kleineren Äste, aber trotzdem, dass sie möglichst nein, da wollte ich nicht hin. Das ist Also das Wichtigste dabei ist eigentlich zu wissen, Äste von Bäumen wollen möglichst immer ins Licht wachsen.
Das heißt, sie wachsen möglichst weit nach oben. Es gibt meistens so eine Seite, wo sie nicht so sehr hinwachsen. Das ist dann meistens so die Nordseite. Aber ich sag mal so, das ist in, halt in Minecraft etwas schwierig zu definieren, wo die Nordseite ist. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ihr einfach auf allen Seiten die erste relativ stark Es ist nach schwer oben. in Minecraft zu definieren, wo die Nordseite ist. Nein, nicht, F3. das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine jetzt, die Bäume werden ja dann auch gedreht, also rotiert. Und deswegen ist es dann nicht so sinnvoll, das danach zu Gut, wenn man ja, das so gestalten. sieht. So. Übrigens, ich habe heute Ojo getroffen. Schöne Grüße. Ach, hier schön. So. Also in der Hochschule mit weiter. Jetzt bräuchte man eigentlich noch einen Mineblogger hier, der das kommentiert und sagt, was er zu diesem Ja. Konzept hält von den, also wie ich Also ich jetzt hier habe das zum Gefühl, Beispiel dass er Bäume von baue. Wöttner gelernt hat, aber ja. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber ich glaube es sogar eher nicht, Oder hat weil Wöttner von ihm gelernt, weil die bauen, also sagen wir so, die Taktik ist recht ähnlich. naja, aber ich sag mal so, wir, also ich und Mineblocker, wir haben ja auch schon gemeinsam Bäume gebaut oder wir gucken ja auch voneinander ein bisschen halt ab, wie wir bauen. Aber das ist jetzt wirklich das Konzept, wie ich es halt von Webnet mir damals halt erklären lassen habe. War damals relativ schön auf dem Minecart-Server, wo er das gemacht hatte. Die Bäume, also die Bäume da in der Mitte von diesen, also nicht in der Mitte, sondern hier, wo dann halt diese eine Kurve kommt, diese eine von der 8 Kurve. Das sind ja die Bäume Was? drüber. Von der Welche Minecart-Map, die ich Achterkurve? ge. Von, du Ach, weißt doch, von Minecart. die. Natürlich, ich Genau. bin sehr komische. Genau. Die beiden Shy Guy Fällen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht von den Ästen her. Ich würde einfach mal hier noch ein bisschen was noch vielleicht hinzufügen. Naja, du mach mal, ne? Ich mach hier bloß einen Kuchen mit. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden für meine Kochshow. Gott, oh Wen? Gott, oh Gott, oh Gott. Wen wohl? Also Mein MX, Backkollegen. meinst du? Dann könnt Den ihr muss ich mal auf natürlich jetzt Walmart hier auch noch einen bestellen. kleinen Ast oder sowas hier hochzweigen lassen, wenn man möchte. Man kann auch mal, was man auch machen kann, können wir mal gerne irgendwie hier mit integrieren. Ein Ast, das. Integralrechnung, Alarm. Ein Ast, der versucht nach oben zu wachsen. Wenn er nicht Allerdings hinkriegt und jämmerlich verreckt. nicht ganz, sondern der dann halt zum Beispiel zu schwer wird irgendwie und dann halt wieder so leicht nach unten halt abfällt. Vielleicht reicht das sogar schon so von der Länge her. Genau. So, und jetzt müssen wir einmal den Baum ein bisschen hier in die Mitte schieben des Plots. Das heißt, ich brauche mal zwei Markierblöcke. Wolle. Mal weiße Wolle. Wolle, 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 Wolle. Wolli. Wolli Da schießt Wolli wird, ja, genau. World. Wolli World. Uli. Wolli World.
der gerade Volleyball gesagt? Hat der gerade Volleyball gesagt? Hat der gerade? Sächsisch ist ein Sprachfehler. So, mir geht's gut. Ach was, dir geht's gut? Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Move 5. So, jetzt steht doch relativ mittig. Oder auch nicht. Dann halt nochmal irgendwie 3. Schucki, 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 Schuckiladi. Das reicht aus, oder? Was ist denn drin? Ich möchte für den Kuchen gar keine grüne Glasur verwenden. Am Ende sieht das Ding aus, als würde schimmeln. So. Und jetzt machen wir einfach das, was man am liebsten mit World Edit macht. Man macht einen Brush. Das könnt ihr zwar jetzt hier auf dem Server nicht, wenn ihr jetzt hier drauf seid, aber Och. ich, du schon, Doch. aber Nein, gerade. andere auch. Was glaubst Ja, du, was aber. wir bei diesen Einwartungsarbeiten alles eingestellt haben? Außer das soll wir jetzt noch nicht hinkriegen. Richtig. Das zu reparieren, das kann natürlich sein. Hat das hingekriegt? Das, also er hat es immer noch nicht. Okay, gut, dann nichts gesagt. Wir haben, Also wir hätten es versucht. wir hatten Momox, nicht Momox, Momots, Entschuldigung, hier, Momox. der hat ja was vorgebaut und da konnte er halt einfach kein Bulletin nutzen. Ja, gut, kann passieren. Moment. Du hast deine WE-Perms. Kannst du auch Brushes machen? MX? Das wäre jetzt mal ganz interessant zu wissen. Guten Tag, hier sind wir. Ja, ein. Oh, mach mal hier Brush, Spear, keine Ahnung, 1, 1 oder so. Den Was Command soll hier. wie gehen? Und auf deinen Plot und guck mal, ob der dir dann Steinblöcke hinsetzt. In einer Kugelform, also Sphäreform. Der Hat da ein ganz Blatt? lang. Also er kann es bei mir hier mal probieren. Tu mir aber den Gefallen und mach's bitte nicht. Auf den Kuchen. Und wenn es den Na, Kuchen du hast trifft, ein dann Blatt, da Andu. stimmt, du hast ein Blatt. Ja, er kann ja sicher auch Wenn schnell es den einer Kuchen stellen. trifft, da werde ich dich andun. Mit einer Bratpfanne. Und Spiritus und was? Müsste So, eigentlich eine aber TNT-Explosion hinkriegen, die mich dann volle Kanne aus dem Kuchen schleudert. So, als wir keine brauchen Ahnung, jetzt Party geht. Slime wohl. Slime wohl. So, und ich würde jetzt sagen, einfach mal, wir machen jetzt mal 20% Lime wohl und 80% Luft. Und setzen den Brush vielleicht mal auf Größe 4. Und ich mache mal kurz das hier weg, damit es euch nicht nervt. So. Und jetzt gucken wir einfach, jetzt setzen wir einfach, wenn ihr jetzt den Brush so eingestellt habt, mit dem Befehl hier. Wir können ja mal kurz, ich kann ihn ja auch mal kurz in den Live-Chat schreiben. Oder zumindest bei mir. Ah, nee, kann ich nicht. Und das als Befehl erkannt wird. Egal, ihr seht es ja im Stream. Wenn ich das Bild wegmache. Aha. Also, hier seht ihr es im Stream. Seht es immer noch nicht. Oh. Machen wir mal kurz Stream Elements aus. Jetzt seht ihr es. So, Bild wieder einschalten.
Und jetzt müsst ihr einfach bloß quasi immer an den Ästen möglichst halt, also die Äste halt möglichst weit außen, nicht innen so sehr, sondern möglichst weit außen halt anklicken. Achso, und ganz wichtig, macht davor noch Mask da, und dann halt zum Beispiel Luft. Also eine Luftmaske. Falls wir übrigens das hinkriegen, dass das Ganze mit den Permissions doch irgendwie funktioniert, dann könnt ihr das alles so machen, wie Rudolf das da macht. Genau, ihr macht einfach hier eine Luftmaske. Alternativ könnt ihr auch natürlich Ausrufezeichen für Negate so, dann Hashtag Solid, also nicht solide Blöcke. Das heißt im Prinzip, Luft ist nicht solide. Doch. Dann Jein. ja, aber keine Aber soliden es Blöcke, gibt also keine Void Air. massiven Blöcke. Es gibt tatsächlich Void. So, und dann setzt ihr das einfach hier dran. So, dann seht ihr auch, dass es hier nur ab und zu mal ein paar grüne Sachen dran setzt. Ich würde es aber auch nicht ganz außen, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ihr müsst halt ein bisschen gucken, dass es dann hinterher gut aussieht. Das zum Beispiel gefällt mir jetzt gar nicht. Das gefällt mir auch wenig. Das ist akzeptabler. So, genau. Und jetzt habt ihr Akzeptable. der akzeptable, my friend. Wenn ihr wollt, könnt ihr das hier auch innen noch ein bisschen mehr verdichten. Das müsst ihr allerdings nicht. So, und eigentlich ist euer Baum jetzt schon gut wie fertig. Ihr könnt jetzt hier noch mal ein bisschen gucken, ob euch hier alles gefällt. Hier zum Beispiel, hier sind relativ wenig Blätter, aber das muss auch nicht immer überall komplett Doch. vollgeklatscht sein mit Blättern. Wenn ihr ein bisschen mehr Blätter wollt, dann könnt ihr hier noch mal hier reindrücken, aber dann ist es halt alles schon so wieder so zu. Sieht dann auch nicht immer gut aus. Aber hier könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen ein paar Blätter dransetzen. Jetzt hätte ich ja gesetzt. Anscheinend Was? aber. Anscheinend hatte ich Pech mit der Generierung. Hat wahrscheinlich immer nur dort. Zum Beispiel jetzt passiert halt sowas. Jetzt ist hier wie so eine Wand. Also ihr solltet nicht das overusen. Und nutzt auch immer mal Undo. Um nochmal neu einen neuen Versuch zu starten. Nee, So, ich jetzt. mach. Gefällt uns eigentlich, also mir gefällt zumindest der Baum ganz gut erstmal. Und ich guck mir kurz den Baum an, ob er mir gefällt. Naja. Wir können Gut, vielleicht er ist hier hier noch, oben ein wenn wir bisschen noch mal ein flach und bisschen. kahl. Warte, nicht zwei. Also ich finde, da unten ist nicht, aber hier irgendwie hier oben irgendwie so komisch. Hier ist so flach, alles so eben. Wie hier oben? Ja, also falls euch hier noch ein bisschen was halt nicht gefällt, dann könnt ihr halt auch noch mal ein bisschen manuell die Hand anlegen. Beziehungsweise noch mal einen kleineren Brush auswählen. Also hier oben könnt ihr dann noch mal vielleicht ein paar Blöcke auch manuell dran setzen. Also von oben ja nicht zu kahl wirkt, wie Alex gerade schon bemerkt hat. Oder so flach. Es sieht allerdings in der Woll-Version dann immer noch schlimmer aus, als wie es dann wahrscheinlich mit den anderen Blöcken Richtig, deswegen auch aussieht. dieses komische Geschrei. So. Jetzt mal hier die Auswahl etwas größer machen. Ist eigentlich die Musik zu laut oder passt die so? MX, könntest du das mal kurz schreiben? Der ist Wenn wir jetzt weg. so. Ja, allerdings ist er bestimmt noch im Stream, oder? Also könnte ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich nicht, oder weiß ich nicht. So.
Das ist die erste Position. Die zweite Position erstmal nochmal neu setzen. Passt das so? Nee, hier hin. Müsste so passen. Guckt auch, dass der Baum relativ nicht eckig und auch nicht zu rundlich ist. Das ist nämlich auch wichtig, dass es nicht dann auch wirkt wie ein Lollipop oder wie ein Würfelbaum, sondern halt relativ natürlich und relativ natürlich gewachsen hat. So, was wir jetzt noch machen können, ich nehme jetzt einfach mal weiße Wollblöcke dafür. Wir können einfach jetzt noch einen Brush machen oder per Hand ein paar Blöcke setzen. Ich setze jetzt einfach mal der Einfachheit halber per Hand ein paar weiße Wollblöcke. Nicht hierhin, sondern immer auf einen grünen Block drauf. Nämlich das wären dann nachher Blüten. Das Konzept nutzt gerne Mini-Blocker auch. Das ist eine kleine Ergänzung zum, ja, was mir damals halt Fettnat erklärt hat. Und ja, ich sag mal so, das sieht eigentlich auch ganz schön aus. Also jetzt sieht es halt erstmal ein bisschen aus wie so ein grüner Fliegenpilz. Aber ja, vielleicht hier. Ja, also war jetzt Flashbacks an einen grünen Tod hat. Tot. Welcher grüne Tod? Tot. Tod. Jetzt sind noch ein paar Blöcke, die ein bisschen overused, überflüssig sind. So. Das ist jetzt vielleicht auch nicht der allerbeste Baum. Es ist halt einfach bloß erstmal das Konzept, wie es mir damals halt Webnet erklärt hat. Den kann man natürlich jetzt noch x-mal überarbeiten. Das würde ich zumindest machen. Das machen wir jetzt nicht, weil das würde zu viel Zeit beanspruchen. Meistens sitze ich Ja, dann. muss ja nicht schön aussehen, muss ja einfach nur ein Tutorial sein. Ja, also ich sag mal so, es sieht Ah, Herr jetzt Möhring, auch nicht weil schlecht wahrscheinlich aus, das hier aber. dann Lawrence sehen wird. Hi. Grüße vom Titan. Hi. Nochmal hier vielleicht irgendwas reinmachen. So, auch hier unten noch ein bisschen Topblüten reinzuhauen. So, jetzt haben wir die Blüten reingesetzt. Jetzt gucken wir erstmal als erstes, was nehmen wir von Holz. Wir machen jetzt einfach mal Eichen, also hier mit Eichenholz, oder? Nehmen wir einfach Eichenholz. Oder was sagst du, Ja, Alex, Bäumchen als halt. Arzt? Ja, eine Eiche, das ist jetzt erstmal ein normales Bäumle. Genau, Eichenholz, Eichenlaub und Oh, unterscheide auch noch mitten in den Stream. ich habe mich gemutet, alles gut. Sicher. Ja, ich habe mich gerade gemutet, bloß im Discord nicht, weil das ist mir gerade zu anstrengend gewesen, nochmal umzuschalten. So. Also dein komisches Maustastenbelegen, das 20 Sachen gleichzeitig macht, funktioniert Ja, also das. nicht. Nee, das ist nicht das Problem. Das Problem ist gerade, funktioniert meine Maustaste nicht. Also die Taste, die mechanische Taste. Das Programm geht. Ja gut, dann ist die Maus einfach kaputt. Ja, ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie reparieren kann. So, Also jetzt also. arbeite ich hier mit 1 Milliarde Partikeln und dann wird's lustig. Ich hoffe, Säubi guckt zu. Bloß damit ihr halt wisst hier. Aus tutorialtechnischen Gründen, damit man halt weiß, für was was war. So, ich werde Bringt jetzt erstmal das Spaß. kurz als Schematik noch abspeichern.
Schematic, Save. Wie nennen wir den Baum? Tutorial. Bäumchen. Oak Tree Wool. Keine Ahnung. Tutorial Oak Tree Wool. Habe ich jetzt gemacht. So. Dann so replacen wir lange das noch schnell. In Replace Red Wool zu Oak Wood. Yellow Wool wird auch zu Oak Wood. Dann mein Kuchen ist Supplier. fertig. Du Scheiße, das sieht aus wie Beefs. möchten Sie den Kuchen sehen? Gleich, einen Moment. Weil das Kerzendesign so in die Richtung vom Muster kommt, im Übrigen von MXR. Hat er noch gemacht, schnell. Wenn du sehen wirst. Oder warte mal, ein bisschen was fehlt hier noch, verdammt. Das Ding hier irgendwie. Ja, Puderzucker, weil oben Käsekuchen passt ja noch. Einfach slash Snow, da ist ja Puderzucker drauf. Perfekt, das ist. Genau. Achso, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh, Scheiße. Nein, Redo. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ihr das in die Leaves umändert, dann müsst ihr noch Persistence auf True setzen. Sonst ja, geht das Laub halt weg. Das wäre doof. Deswegen nicht vergessen. Und fresst ihn im Nachhinein noch einen Besen. Lecker. Also im wahrsten Sinne des Wortes hat Dragon auch gemacht. Ich entferne das weiße Zeug. Also der Kuh. Kannst du mal hinter die Mauer, dann machen wir die Mauer wieder weg. Das wird, ich mach's ganz spannend. Weil einfach die Mauer in zwei Hälften, da siehst du den Kuchen schon. Erstmal zeige ich halt noch kurz mal den Baum ein bisschen. Okay. Sieht aus wie ein Meme-Blocker-Baum. In hässlich. Meme-Blocker-Baum in hässlich, okay. So, jetzt schauen wir mal den Kuchen uns an. Ui. Lecker. Also, unten befindet sich ein Schokokuchen mit, ein Schokoboden mit lecker Schokostücken. Darauf befindet sich ein Baumkuchen mit einer runterlaufenden Schokobesprenkelung. Darauf folgen die Kerzen samt dem Käse auf dem Kuchen. Oder lecker. Käsekuchen. Und ein C. Also ich kann das im echten Leben besser. Kann ich eigentlich nicht. Also, naja, backen ist zumindest nicht so schön. Also, schön machen, da bin ich raus. Aber so